Warum zum Teufel kommen hier jetzt die Credits? Die hat mir gerade gesagt, es ist noch nicht vorbei und hier kommen die Mitwirkenden. Ach, ich habe die Mitwirkenden freigeschaltet. Die konnten wir uns ja am Anfang nicht angucken. Willkommen im Paradies. Warum auch immer. Ach so. Lizenz aufgewertet? Bitches! Glückwunsch! Du erhältst die Burnout-Fahrerlizenz und einen neuen Wagen. Aber deine Mission ist noch nicht erfüllt. Beende alle Events in Paradise City, um die Burnout-Elite-Lizenz zu erhalten. Warum zum Teufel kommen hier jetzt die Credits? Die hat mir gerade gesagt, es ist noch nicht vorbei und hier kommen die Mitwirkenden. Ach, ich habe die Mitwirkenden freigeschaltet, die konnten wir uns ja am Anfang nicht angucken. Damit auch erst am Ende alle erfahren, was für Hundesöhne hier eigentlich mitgemacht haben bei dem Spiel. Richard Franke zum Beispiel. Oder Richard Franke. Chris Cannon. Das ist der, der die Kameras erfunden hat. Ben Hall. Ohne den gäbe es kein Echo. Ich brauche ein Echo. Echo. Samuel White. John Twigg. Ted Swift, das ist übrigens der Papa von der Taylor. Ken Cropper, damit können wir auf YouTube unsere Videos anpassen. Tja, sowas eben, ne? Ben Woodhouse. Zolt Marks. Ja, doch soweit läuft das alles eigentlich. Dean Stoltman, Alive, DQ, Additional Programming, Colin Moore. Ich lese einfach ganz spontan irgendwelche Leute vor. Die Kamera ist ein bisschen... Was zum Teufel? Ja, komm. Feier dein Lizenz-Upgrade mit einem neuen Wagen. Der Carson GT Concept wurde zu deinem Schrottplatz geliefert. Das ist ja super. Rücksichtslose Fahrer heizen mit Highspeed durch die Stadt und verursachen Massenkarambolagen, die wiederum jede Menge Schaulustig anziehen. Wer es eilig hat, sollte sich von den Hauptstraßen fernhalten. Okay. Burnout License. 94 Siege. Das ist alles. Das ist jedes einzelne Event müssen wir jetzt machen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich mag das, wie runterfällt. Ja, Freunde. Dann fehlen uns bloß noch 19 Autos und ja, 94 Siege. Das wird lustig. So. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach direkt an. Rase zur Windfarm im Westen. Go West! Oh nein, das ist so ewig lang. 8,1, ey. Wieso habt ihr eigentlich schon wieder so geile Karren? Goddammit. Goddamn. Schüssing, take down. Und das war ein Burnout, was wir hier jetzt gerade gemacht haben. Ja, ab und zu um mal ein bisschen driften, weil... Haust du ab, du! Ich hab gesagt, du sollst abhauen! Danke, ohne dich hätte ich die Spur nicht halten können. Finde ich nice von dir. Nice von dir. Yeah. Ja, doch mal immer ein bisschen auf den Straßen. Nein. Echt nicht gegen das Auto. Scheiße.
Mensch, das ist ja wieder unsere schöne Strecke, die wir auch in der Burning-Route gefahren sind. Gut, wir hatten ein bisschen Vorsprung, der ist jetzt natürlich fast weg. Scheiße. Dann wird's Zeit, davon zu ziehen, wenn es an der Zeit ist, zurückzugehen. Was? Ja, hier müssen wir hoch. Hier kürzen wir jetzt mal ab. Ich hoffe, das ist... Scheiße. Ich hoffe, das ist scheiße, ja. Genau. Ich bin auf einmal Achter. Jawohl. Wieso? Wieso bin ich auf einmal Achter? Ihr Säcke. Oh, ich bin Vierter. Die Abkürzung war gut, aber... Ich war halt zu scheiße, um sie ordentlich zu benutzen. Ja, eigentlich können wir es jetzt vergessen, weil Vierter und hier... Totalschaden. Achso, nee, doch nicht. Aber ich bin Fünfter und es sind nur noch 2 Kilometer, also... Kann man noch schaffen, aber... Ist unrealistisch. Ist sogar sehr unrealistisch. Aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, ne? Die knocken sich selbst aus. Takedown, okay. Ich bin wieder Erster. Ich bin wieder Erster. Abkürzen. Diesmal kürzen wir ab. Hallo Linienbus! Wir müssen ja der Linie treu bleiben. Lol. Sieht richtig geil. Es ist, also bei den Rennen entscheidet sich meistens immer erst so kurz vor knapp. 93. Gott, ist das krank. Und wie unser... Och, die Rücklichter, Alter. What the heck? Tja, die Frage ist aber doch, was nun? Jetzt müssen wir wieder zurück in die City fahren, weil hier hinten ist ja nichts los. Hm? So. Oder wir machen das Rennen da unten noch. Das ginge natürlich auch wahlweise. Das Schöne an den West Hills ist ja eigentlich, dass es nicht so viele Kreuzungen gibt, wo man abbiegen könnte. Krass, das ist ja ein geiles Rennen. Scheiße, es ist ein Duo. The Duo! Das Schöne beim Duell ist aber eigentlich echt, dass beide den gleichen Wagen haben. Also es keine Vorteile in dem Sinne gibt für den anderen. Hallo, Linienbus! Takedown, okay. Abkürzung. Scheiße! Gerade einen schönen Vorsprung gehabt, ey. Oh, der kommt schon wieder ran! Fuck! Nein! Ich hätte abkürzen können. Verflunkt. So, da vorne kommt jetzt gleich der Superjump. Den müssen wir nehmen. Scheiße! Och, Mann! Fuck! Hau ab da! Boah, gerade so geschafft, Alter. Pissen! Hallo, Linienbus. Erstmal die Siegeranimation versaut, schön. Und da kam der andere. Noch 92 Siege. Super geil. So, hier haben wir gleich noch ein Rennen. YOLO, komm, läuft. Und die ganzen Straßenrekorde müssen wir ja auch noch holen. Ach, bitte kein Duell. Hardford. Oh, das ist aber von oben nach unten. Und trotzdem nur 7,7 Kilometer. Manchmal fragst du dich, wie errechnet der das eigentlich? Na, ihr geilen... Ich wollte jetzt noch irgendein Substantiv sagen, aber ich habe erstmal das Auto zu Schrott gefahren und mein eigenes auch. Und damit bin ich mal wieder Achter. Ich werde sogar vom Letzten überholt. Ach, ich bin wieder Sechster. Lol. Na, Bros. Danke, dass er den für mich aus dem Weg geräumt hat. Ich wäre voll in den reingefahren.
Und ich hätte, glaube ich, die ganze Zeit abkürzen können, Menno. Sag mir bitte zeitig genug, wann ich abbiegen muss. Oh, ich habe schon wieder den Popschutz angelegt. Was ist los? Ich habe halt bei einer Abkürzung immer so ein bisschen die Angst, dass das eine Abkürzung auf eine andere Strecke ist und man dadurch ja verliert. War das noch Risch? Burnout! Nein! Paar Zentimeter. Komm! Los! Losch! Die sitzt schon wieder hinten dran! Was ist denn los? Das kann nicht sein, Alter. Nicht zu fassen. Oh, jetzt hat es mir gekrabbelt im Face. Jetzt kommt hier gleich ein Auto lang. Bei meinem Glück, davon ist eins, aber dem sind wir geschickt. Das gelbe Schild hat mich abgelenkt. Scheiße, jetzt fahren die an mir vorbei. Scheiße, 1,2 Kilometer werde ich nicht noch Zweiter. Doch, ich bin Zweiter. Ein Kilometer vom Ziel bin ich Zweiter. Scheiße. Scheiße. Jawoll! Puh! Wieder geschafft. Nice. Und es sind nur noch 91 Siege. Naja. Ah, geil. Einfach geil. Ja, geil. Weißt du, geil. Ich wollte jetzt eigentlich mal erfahren, wo hier der nächste Schrottplatz ist. Weil soviel ich weiß, haben wir da ein neues Auto. Und theoretisch hat auch dieses Auto eine Burning Root. Möglich ist es. Hallo Linienbus. Ach so, die Warren Avenue, na, die haben wir ja schon. Wir sind zu langsam. Aber da vorne ist der Shroudplatz, zu dem ich eigentlich wollte. Genau, und er zeigt uns schon jetzt. Paradise City, New Rex. GT Concept, das ist die neue Generation der amerikanischen Muscle Cars und zwar mit jeder Menge Muskeln. Wer hätte das gedacht? Und selbst Kurven sind für diese Prachtkutsche kein Problem. Dann gehen wir nochmal an die Autos. Der ist neu. Hat der eine Burning Root? Das wäre ja mal interessant. Hat er. Doch zuvor fahren wir damit in eine. Boah, die Geräusche sind ja mal wieder Weltklasse.